Also, ich finde, ihr sollt euch nicht Kirre machen lassen von diesen grünen Debatten. Schwarz-Grün, Rot-Grün, Rot-Grün. Ihr wollt Rot-Grün machen und das ist auch richtig und da gibt es auch keine Alternative und das könnt ihr auch radikal vertreten. Ihr habt, was ich gehört habe, eigentlich ein Glück. Es gibt keine SPD, ihr habt nur einen Oberbürgermeister, der sowas ist. Und deswegen ist das die beste Situation, um Rot-Grün zu machen. Und ohne Rot könnt ihr Grün machen, ohne die Roten nur die Nussbachschmiede Bude halten. Ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Trotzdem finde ich, ist dies eine Argumentation, die hier in München mitten in Bayern schlüssig und richtig ist. Ich finde aber nur kleinseitig für uns Grünen. Wir Grünen müssen endlich wieder lernen, politisch, strategisch zu debattieren und nicht immer die Arschbacken zusammengreifen, wenn es schwierig wird. Hier ist es einfach, es ist gut. Und wenn in Hessen diese Mehrheit ist, dann soll es eine rot-grüne Minderheitsregierung gewählt und unterstützt von außen von der Linkspartei. Das ist so, das haben die Wählerinnen und Wähler gewollt, so soll es sein. Und ich finde, wir Grünen und wirklich, ich bin wirklich der Letzte, der was von der Linkspartei hält. Und wenn ich magische Kräfte hätte, würde ich La Fontaine und Co. auf den Mond schießen. Es würde mir wirklich gut tun. Ja? Also das ist nicht mein Problem. Sondern ich finde, wir Grünen sollen, wenn es Wahlen gegeben hat, dann Wahlergebnis analysieren und Wählerinnen und Wähler ernst nehmen. Und wenn es in Hessen eine Mehrheit gibt, jenseits von Schwarz-Gelb, jenseits von Koch, gegen die CDU und gegen die FDP, dann ist es die Aufgabe der Grünen, dieser Mehrheit Gestaltung zu geben, damit sie endlich auch regieren kann. Das ist das Entscheidende. Wir dürfen uns nicht auf die Zuschauertribüne brennen lassen und die anderen auf dem Spielfeld lassen. Dann unser Platz ist mitten auf dem Spielfeld. Und deswegen sollen wir auch allen der Partei, der SPD sagen, nicht nochmal das wiederholen, was ihr mit den Grünen vor 20 Jahren oder 25 Jahren gemacht habt. Ja? Diese Schmuddelecke, mit denen reden wir nicht. Es ist nun mal so, sie existieren. Und wenn 2/3 der Wählerinnen und Wähler, die diese Linkspartei gewählt, früher SPD-Wähler waren und ein kleiner Teil grüne Wähler waren, dann sind wir verpflichtet, mit diesen Wählerinnen und Wählern zu reden, das heißt auch mit denen, die sie gewählt haben. Auch jetzt komme ich zum anderen Problem. Ja, Hamburg. Ich weiß nicht, zur Halbzeit führte Wolfsburg 1-0, aber ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ja. Hamburg. Jetzt ist die Frage, stellt sich anders. Warum? Weil das Profil des Kandidaten der SPD nicht ein Profil ist, wo es rot-grüne Minderheitsregierung unterstützt von Linken. Das ist Michel Norman nicht, im Gegensatz zu Ypsilanti. Ypsilanti hatte eine Kritik zum Beispiel an Hart, links von der SPD, die natürlich kompatibel ist mit Positionen der Linken. Das ist mit Michel Norman nicht der Fall in Hamburg. Und deswegen ist das Problem in Hamburg, sind wir im Fünf-Parteien-System verurteilt, immer große Koalitionen über uns hergehen zu lassen? Und ich sage nein. Und deswegen ist diese Schwierigkeit, kann es eine schwarz-grüne Mehrheit in Hamburg, ja, auch wenn es unentschieden ausgegangen ist letzten Samstag, Hamburg und München sind ganz unterschiedliche Städte, unterschiedliche Strukturen und so weiter. Deswegen soll man, wenn man Hamburg sagt, nicht glauben, dass ich München meine oder umgekehrt. In Hamburg müssen die Grünen etwas Schwieriges leisten. Nämlich nachweisen, wenn sie mit der CDU verhandeln, dass am Ende etwas rauskommt, was genauso aussieht, wenn die Grünen mit der SPD hier in München verhandeln. Es ist nicht einfach, aber das ist die Herausforderung. Kann es eine ökologische, soziale Politik geben, auch wenn man mit der CDU verhandelt? Ich weiß es nicht. Nein. Ja, das weißt du im Voraus. Ihr seid alle schlau.
Ihr wisst, bevor ihr irgendwas mit denen geredet habt, wisst ihr, dass es nicht geht. Ich bin da anders. Ich sage, probiert öffentlich, diskutiert und dann zeigt das Ergebnis. Und wenn das Ergebnis raus ist, dann sage ich, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Politikfähigkeit heißt nicht einfach wie ein kleines Kind durch die Welt rumlaufen. Ja, ich weiß dann noch, wo mein Sohn, als er 4 Jahre war, hat meine gefragt, Bela, wo bist du? Und hat die Hände vor den Kopf, vor den Augen geschüttelt, sagt, ich bin nicht da. Und so machen wir es jetzt mit der, wenn es die CDU ist, wo ist die CDU? Sie ist nicht da. Ja, das geht nicht. Und dann glauben wir, dass wir durch die Welt so weiterkommen. Nein! Und ganz ehrlich, also wirklich, ich habe Schwarz-Grün in Frankfurt gemacht, ihr Rot-Grün. Das kommt noch. Das kommt noch. Genau darauf. Also in Europa muss man ständig aber mit jedem reden. Weil ihr so sagt, Rot-Grün. Ich habe die erste Verhandlung in Frankfurt mit der SPD mitgemacht, gestaltet zur Einwanderung. Zur Einwanderung. Als wir Rot-Grün gemacht haben. Es war ein furchtbarer Wahlkampf. Die CDU hat einen rassistischen Wahlkampf gemacht, damals in Frankfurt, so wie jetzt Koch in Hessen. Es war ganz grauenhaft. Dann kamen wir mit der SPD, die hatten eine Mehrheit. Und dann ging es, dass wir dann bei der Verhandlung ankamen, sagen, wir wollen ein Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Wir wollen die Einwanderung positiv besetzen. Erstacheln bei der SPD. Nicht bei der CDU, die war gar nicht da. Bei der SPD. Und dann sagten wir, Satz 1 der Koalitionsvereinbarung, Deutschland, Hessen, Frankfurt sind ein Einwanderungsland. Da sagte mir der Herr so und so, das ist mit dem Kreisverband so und so, Bornheim nicht zu machen. Das geht nicht. Ja, aber das war so. Okay, da war es nicht Bornheim, sondern ich weiter. 2 Stunden haben wir diskutiert. Was kam am Ende raus? Frankfurt ist eine zunehmend multikulturelle Stadt. Das Wort Einwanderung kam nicht vor. Das war damals mit der SPD. Und das war die Basis einer ganz schwierigen Koalition Rot-Grün mit der SPD. Deswegen sage ich, Leute, wir müssen es andersrum machen. Das habt ihr hier auch geschildert. Wir haben bestimmte Inhalte. Nehmen wir das Problem Klimaschutz. Nehmen wir das Problem Klimapolitik kann man nicht in einer Stadt lösen, nicht in einer Region, nicht in einem Land. Die Mindestgröße, wo wir das anwenden, ist Europa. Jetzt gibt es irgendwelche Klimaschutzdirektiven, die aus Europa, in Europa festgelegt werden. Es wäre interessant, wenn, sagen wir Schwarz-Grün München, Schwarz-Grün Hamburg, Unrot-Grün München und Schwarz-Grün Frankfurt und ein grüner Oberbürgermeister in Tübingen, yes. Und Rot-Grün in Bremen. Wenn Sie sich zusammensetzen würden und ein Klimabündnis zur Umsetzung der europäischen Politik in den Städten hinkriegen, und zwar unterschiedliche Konstellationen mit einer Konstant, die Grünen. Das wär der Beweis, dass man Politik machen will und Politik machen kann. Zu zeigen, dass natürlich die Klimapolitik, wenn sie real werden soll, hier in den Städten umgesetzt werden wird, damit weniger Energie verbraucht wird, damit wir auf alternative Energie kommen, ohne Kohle und ohne Atom. Das kann nur gelingen, wenn die Städte endlich mal ernst machen, zusammen in diesem Zusammenhang und dann wird es doch eine Demonstration der Stärke der Grünen, wenn wir nachweisen können, dass wir, ob in Schwarz-Grün, in Rot-Grün oder mit dem grünen Überbürgermeister allein, ob wir uns dann unsere Partner dazu bringen können, sich uns auf eine gemeinsame Politik zu einigen. Das nenne ich Politik und nicht das geht nicht. Wenn ihr aus München so eine Initiative kommt oder aus Frankfurt oder aus Hamburg, wenn wir also rauskommen aus der deklamatorischen Pose, wir sind für Klimaschutz, reingehen ist, wir schaffen wir es, dass wirklich diese Klimapolitik in Deutschland ungeachtet jetzt der politischen Konstellation durch uns Grüne sich durchsetzt. Das wäre für mich
Danke. Ja.